Lass mal die gemeinen Methoden von Harald Groß, davon hat er mir im Podcast erzählt, wie er gerne also Jungspunde hinten umgedreht hat, indem er hinten so auf die Ecke draufgefahren ist oder sowas. Hast du sowas mal erlebt oder habt ihr euch mit sowas rumschlagen müssen oder seid ihr immer so weit vorne weggefahren, dass die gar nicht mehr rangekommen sind mit ihren Nee, aber Lösungen? das war ja auch was, was heute zum Beispiel einer der Gründe vielleicht auch ist, warum wir so viele Fans mittlerweile verloren haben, weil du es letztendlich auf der Strecke austragen musstest. Also auch wenn du dann vielleicht gegen so einen Harald oder so dann mal hinten drauf gefahren bist oder mal an die Seite ihn weggedrückt hast, dann haben die sich revanchiert, beziehungsweise wenn du die eindeutigen Signale da nicht ich mal befolgt hast, wenn der von hinten kam, schneller war, dann hat er vielleicht ein, zwei Mal angeklopft. Und wenn du dann nicht ihm quasi die Tür aufgelassen hast, dann hat er das Thema selbst in die Hand genommen und hat dich dann quasi an der entsprechenden Ecke hinten auf die Ecke gefahren, dann warst du weg. Nicht auf eine blaue Flagge gewartet. Nee, und da gab es auch keinen Race Director oder sowas, der dann dementsprechend Strafen verteilt hat. Und wenn das Ganze dann vielleicht auch mit dem einen oder anderen ein bisschen zu viel wurde, dann muss man das aber auf der Strecke regeln. Und das hat, glaube ich, auch die DTM so groß gemacht. Das war toll, weil wir nicht überreglementiert waren, sondern mussten uns auf der Strecke austragen. Und da wurde halt auch schon mal gesagt, wenn du das mit mir nochmal machst, dann fahr ich das nächste Mal in die Wand. Und wenn das so war, dann wussten wir, okay, wenn es dann vielleicht noch so ein Harald oder sonst irgendeiner gesagt hat, da wusstest du, dann muss ich vielleicht doch zurückstecken oder, wie gesagt, das Anklopfen respektieren und ihnen dann die nötige Luft lassen. Was, glaube ich, auch eine große Rolle gespielt hat, war zum Beispiel das Jahr 88, wo 40 Autos im Starterfeld standen. Das geht nicht nur mit Werksteams. Da waren 15 BMWs, 15 Mercedes, Ford, Opel. Glaubst du, dass man zu so einer DTM wieder zurückfinden kann, irgendwann mal? Also ich glaube schon, weil die Zeiten haben sich ja jetzt drastisch geändert. Jetzt mit Corona ist es, glaube ich, nochmal verschärft worden, dass einfach generell die Gelder in der Automobilindustrie nicht mehr vorhanden sind. Und damals war ja in der DTM, die Basis waren die Teams. Es war der Walter Wolf, hat ein Ford-Team gehabt. Der Bernd Ringshausen, das waren zum Beispiel Ford-Händler. Die gibt es heute noch. Die haben gesagt, toll, da gibt es eine Serie. Wir haben zwei, drei gute Mechaniker, jetzt machen wir da mal Motorsport. Und die haben da ein Auto gebaut. Und das war die Teams, Isert BMW, wie sie alle heißen, auch die Franzosen, Mercedes und ja, ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, aber das war die Basis des Sports waren Teams. Und die haben das getragen. Und die Hersteller haben dann natürlich gesehen, dass natürlich das Ganze sehr populär ist und haben dann angefangen, quasi werkseitig ihr Engagement zu erhöhen, haben dann erst unterstützt, irgendwann sind es dann Werksteams geworden. Und mit dieser großen Popularität ist das Engagement der Hersteller immer größer geworden, bis da, wo wir heute sind. Nur hat sich halt damit auch vieles zum Schlechten gewendet, dass gerade in gewissen Entscheidungen oder Reglements mittlerweile die Hersteller überspitzt gesagt über ihr eigenes Reglement entscheiden und es nicht immer positiv für den Sport ist und rückblickend gesehen, glaube ich, muss man das System wieder ändern. Und wir haben jetzt die Chance, die Automobilindustrie hat, wie gesagt, die Gelder nicht mehr und dass man wieder zurückkehrt, die Basis, die Teams sind, weil die Teams leben davon, Rennen zu fahren. Und ein Hersteller kommt und geht und die haben ganz andere Interessen. Der Hersteller macht Sport, um zu gewinnen, um ihr Marketing und PR das dementsprechend auszuschlachten. Ist auch ihrer Sicht letztendlich richtig, aber wir müssen ja auf der anderen Seite schauen, wenn ich ein bisschen über diesen Tellerrand hinausschaue, was ist für die Fans interessant? Wir leben von den Fans. Und ich habe es erlebt, wie Hockenheim 120.000 Zuschauer, wie wir 2 Millionen am Fernsehen hatten. Da gab es als Beispiel, wie ich für Opel gefahren bin, da gab es eine Opel Tower, da waren 35.000 nur Opel-Fans, da gab es einen Bürgermeister. Das ist letztendlich unsere Basis, da sind wir hergekommen, da haben wir die DTM, den Tourenwagensport, groß gemacht. Und gewisse Dinge, glaube ich, rückblickend kann man sagen, waren da sehr, sehr gut. Und auch die Budgets heutzutage, ich brauche keine 20, 30, 40 Millionen, um Motorsport zu machen. Ich kann einfache Autos nehmen,
überschaubares Reglement machen. Und wenn wir jetzt schauen, was gibt es im Moment, was ist was realistisch, da gibt es GT3-Autos, da gibt es auf der ganzen Welt 12 Hersteller, die haben im GT3-Sport Rennautos von Ferrari, Porsche, Mercedes, Audi, wie sie alle heißen, Aston Martin, Lamborghini, McLaren. Diese Rennautos gibt es, und wenn ich diesen Autos, diesen Teams eine gute Bühne gebe, dass sie guten Sport machen können und nicht herstellerseitig, sondern die Teams, dann habe ich auch so Dinge wie Stallorder nicht mehr, dass ich sage, ja, wer von den 8 DTM-Fahrern darf es gewinnen, da gibt es 2, die sind auserwählt und alle anderen müssen nach dem zweiten Rennen schon Stallorder-Dinge machen. Ja? Und da habe ich, wie gesagt, viele Dinge, die einfach negativ für unseren Sport sind, und die Fans zeigen uns das ja auch, damit erschlagen, und ich hoffe, dass man da so langsam wieder hinkommt. In vielen Bereichen, auch in der FIA, ist es mittlerweile erkannt, nur dieses Rad zurückdrehen in gewissen Bereichen ist natürlich auch nicht einfach, und die Hersteller haben natürlich kein Interesse.